führte ihn zu Corinne Tilly, einer Traumdeuterin, die sich auf das Lokalisieren verlorener Seelen spezialisiert hatte. Unter ihrer Anleitung hatte der Hexe einen Traum. Darin waren Ciri und ich, Rittersporn, wieder vereint. Geralt wusste jetzt, dass er auf der Suche nach Ciri zuerst seinen treuesten und ältesten Freund aufspüren musste. Und damit ganz, ganz herzlich willkommen hier zurück zu The Witcher 3. Mein Name ist Ed, ich begrüße dich ganz herzlich. Schön, wie gesagt, dass du wieder hier bist. Das freut mich ganz, ganz, ganz besonders. Und ja, wie immer gilt natürlich, wenn dir das Video gefällt, sei so freundlich, hinterlass auf jeden Fall ein Däumchen. Und ja, willst du nichts mehr verpassen, Abo dalassen, Glocke aktivieren, kommentieren und liken, liken, liken. Ja. Das ist Sinn der Sache. Damit helft ihr dem Kanal, macht mich glücklich und alles ist gut. So, wir sind immer noch an Graf Reuvens Schatz dran. Wir sollen ja zu dem zurückkehren und ja, wir müssen mal ganz kurz was schauen. Nein, ist anders. Ah. Na, ich suche nämlich diesen blöden Ausgang, der war doch hier irgendwo. Den haben wir beim letzten Mal schon gesucht. Irgendwo eine Decke. Ich finde jetzt so gerade auch keinen Weg. Wir sollen jetzt zurückkehren. Ich will ja nicht unbedingt... irgendwo war der, das weiß ich. Aber ich weiß halt noch nicht so genau, wo. War auf jeden Fall irgendwo eine... Irgendwo war hier eine Treppe. Das kennen wir ja. Das war... Hier waren wir ja schon. Ich glaube, hier war es. Abgeschlossen. Ich werde irre. Wie zum Geier kommen wir denn jetzt wieder da hoch? Ich habe mir leider damals den Weg auch nicht so gemerkt. Deswegen ist das gerade so ein bisschen tricky. Es tut mir leid, dass wir das jetzt suchen. Aber das Ding war doch hier ganz in der Nähe. Ich weiß es. Ich weiß doch ganz genau. Also irgendwie war hier ein Weg. Hatten wir ja auch schon alles durchsucht. Definitiv. Wird nämlich... Ah, da ist er doch. Guckst du, da ist er. Da ist er. Sehr gut. Das ist der Weg. Wir sollen erstmal jetzt wieder Bericht erstatten. Na, dann machen wir das mal. Gucken wir mal, dass wir eine Belohnung bekommen. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Pflänzchen könnten wir einsacken. Okay, hier ist er irgendwo. Aha. Aber nichts irgendwie zum Angrabbeln. Doch da. Nehmen wir mal die ganzen Bücher hier mit. Vorher mit dem Talken. Na, ihr wisst ja, ich lese das nicht durch. Das ist ein bisschen zu anstrengend. Also, reden wir mit ihm hier. Hast du kurz Zeit? Hab ich. Was willst du? Ja, genau, wir sind mit den Untersuchungen fertig. Bin fertig. Hab jeden Winkel der Kanalisation in der Nähe der Schatzkammer durchsucht. Und? Was rausgefunden? Mhm. Einige Schätze sind aus den Kisten gefallen. Eine eindeutige Spur. So wie in dem Märchen, das mit den Brotkrumen. Kenn ich. Hänsel, Gretel, brennende Hexen. Passt perfekt zu Novigrad. Die Spur führt zum Fluss, in den der Kanal fließt.
Dort hört sie auf. Ich wette, sie haben den Schatz auf ein Boot geladen. Ja, ein von Kanalratten gezogener Karren ist unwahrscheinlich. Und da Boote keine Spuren hinterlassen? Was für eine Scheiße. Ja. Ich habe eine zweite Leiche gefunden. Einen der Diebe. Hatte das Gegengift erbrochen. So wie dein Mann, dieser Fons. Ein herrlicher Tod. Irgendwas bei der Leiche gefunden? Nicht viel. Eine leere Fiole. Man hätte ihn nicht zurückgelassen, wenn er wichtig wäre. War wohl nur ein Träger. Wusste nicht. War niemand. Eine Sackgasse. Ja. Anscheinend wurde die Wand von einer Bombe zerstört. Sieh mal. Vermutlich der Boden eines Silberzylinders. Voller Runen. Interessant. Weißt du, was drin gewesen sein könnte? Ein paar Dinge habe ich am Geruch erkannt. Hüvernöl und Zucker. Zucker? Geralt, für Späße bin ich gerade nicht zu haben. Ich auch nicht. Ich sag nur, was ich rausgefunden habe. In der Bombe war Zucker. Lass mich nachdenken. Zucker reagiert heftig mit Schwefelsäure. Aber nicht so stark, dass eine Explosion entsteht. Ich wusste nicht, dass du dich mit Alchemie auskennst. Hab mich an der Akademie von Ochsenfurt ein wenig damit beschäftigt. Aber das ist unwichtig. Du sollst meinen Schatz finden, nicht meine Biografie schreiben. Weißt du sonst noch was über die Bombe? Irgendwas? Die Bombe ist in einem Abflussrohr in der Wand der Schatzkammer explodiert. Aber das Gitter am Ende des Rohrs war zum Zeitpunkt der Explosion an Ort und Stelle. Was bedeutet? Dass die Bombe irgendwo im Badehaus ins Rohr gelangt sein muss. Genau. Es könnte so passiert sein. Der Täter ließ das Wasser aus einem der Becken ablaufen und warf die Bombe in das abfließende Wasser. Sie wurde mit runtergespült, blieb am Gitter hängen und dann gab's den großen Bums, wie Bart sagen würde. So wird's sein. Das Abflussrohr ist unsere einzige heiße Spur. Wir müssen nur herausfinden, mit welchem Becken es verbunden ist. Ja, Happen führt eine Gästeliste. Er kann uns bestimmt sagen, wer das Becken am Tag des Einbruchs benutzt hat. Gar nicht so schlecht. Ich fühle mich wirklich sehr geehrt. Oh, dieser berühmte Sarkasmus. Hab ihn schon vermisst. Wirklich? Mhm. Ungefähr so sehr wie ein Messer in der Unterhose. Bin ich mal gespannt, wer denn da das war. Gut. Du untersuchst die Becken auf der rechten Seite, ich die auf der linken. Schrei, wenn du was findest. Okay. Dann suchen wir mal die Becken hier. Ah, immerhin 200 Erfahrungspunkte. Nichts Interessantes. Dann komm, nehmen wir das Zeugs mit hier. An der Oberfläche schwimmt was. Sieht aus wie Öl. Aha. Hier muss noch mehr sein. Silberdeckel. Passt zu dem Zylinderboden aus der Kanalisation. Dijkstra, komm mal her. Was gefunden? Einen Teil der Bombe. Happen, lass das Wasser in Becken 4 ab. Und bring mir das Gästebuch. Hopp, hopp. Bin ja mal gespannt. Und was ist mit Happen? Vielleicht hat er dich zufällig über die Schatzkammer reden hören. Er hat jederzeit Zugang zum Badehaus. Happen hat viele Fehler. Er ist wichtigtuerisch, überheblich und manchmal ein richtiges Arschloch. Das klingt jetzt vielleicht ironisch, aber seine Treue steht außer Frage. Wie kannst du dir da so sicher sein? Hexer kennen ihre Monster, Spione kennen ihre Männer. Einst hast du auch Philippa Eilhard vertraut. Stimmt. Aber ich habe Philippa Eilhard nicht in der Nacht vor ihrer Hinrichtung aus einem kubirischen Gefängnis geholt. Okay. Mal sehen, was auf dem Grund liegt. Bin ich ja mal gespannt. Vor dem Abfluss wurde entfernt. Sie haben die Bombe also hier runtergespült. Happen,
Wer hat dieses Becken am Tag des Einbruchs genutzt? Mal sehen. Berthold Heinz, Stadtrat, Josef Schweig, Brauer und Markgraf Henkel. Henkel? Das kann nicht sein. Markgraf Henkel? Wer ist das? Wer das war, meinst du? Der alte Kauz liegt seit letztem Winter unter der Erde. Hätte also am Tag des Einbruchs nicht hier sein können. Er ist tot? Hab nichts davon gehört. Kein Wunder. Der alte Markgraf ist in dem Bordell abgekratzt, in tollster Lederwäsche. Deshalb hat ihn seine Familie bei Nacht und Nebel begraben. Aber ich habe meine Quellen. Aber ich habe ihn gesehen, Herr Reuven, ganz sicher. Hast du mit ihm gesprochen? Hast du ihn gut sehen können? Nein, er ist nur an mir vorbeigegangen. Du hast nicht Henkel gesehen, sondern einen Imitator. Denk doch nach. Sie haben dir zwar die Eier abgeschnitten, aber nicht das Hirn. Gerald, geh der Sache nach. Gut. Wo soll ich anfangen? Bei Henkels Haus, einem verfallenen Stadthaus südlich vom Marktplatz. Vielleicht findest du dort Spuren von diesem Halunken, den wir suchen. Nun geh schon. Na, der scheucht uns aber ganz schön durch die Gegend. Aber naja, gut. Wir machen's mal. Im Endeffekt hilft uns das ja dann wahrscheinlich, Rittersporen dann wieder zu finden. Na, gehen wir mal gucken, was wir hier haben. Wir spielen ja gerne Detektiv. Why not? Die Pflicht ruft. Naja, mich auch. Mich ruft auch hier eine Pflicht. Gar nicht mal so weit weg. Immer noch ein. Ja. Sieh an. Der weiße Wolf persönlich in meiner bescheidenen Hütte. Was kann ich für dich tun? Ja, das frage ich mich auch. Du spielst doch Gwent, oder? Oh, na sicher, weil ich ein Zwerg bin, nicht wahr? Glaubst du auch, dass ich jeden einzelnen beschissenen Zwerg persönlich kenne und abends den Minenschacht in meinem Keller weiter ausbuddle? Also, spielst du oder nicht? Ja, tue ich. Okay, alles klar. Das ist wohl einer der Gesuchten. Machen wir doch also gleich mit. Spielen wir. Um eine einzigartige Karte vielleicht. Warum nicht? Na komm, nehmen wir mit. Kann mich nicht entsinnen, wann ich zuletzt so zerlegt wurde. Die Karte gehört dir. Du Danke. Hast dein Bestes versucht. Sag, wer könnte noch lohnende Karten haben? Da ist zum Beispiel die Marquis Serenity. Sie gibt nicht an damit, aber sie hat eins der besten Blätter der Stadt und kann verflucht gut damit umgehen. Ich weiß, wovon ich rede. Ah, okay. Warte aber nochmal, Kumpel. Was kann ich für dich tun? Kredit? Nee. Geld umtauschen? Können wir das gleich glatt machen? Ich würde gerne ein paar Kronen eintauschen. Da bist du hier richtig. Bessere Kurse findest du in der ganzen Stadt nicht. Brauchst du etwas, Meister? Sehr gut. Hallo, Kamerad. Sei gegrüßt. Wir haben hier gerade nämlich die Bank gefunden, wie es aussieht. Jetzt haben wir unsere ganzen Floren und was da ist eingetauscht. Was für eine Bruchbude. Erinnert eher an einen Bettlerschuppen als an das Stadthaus eines Markgrafen. Rittersporn hat wirklich interessante Freunde. Oh, zack. Holen wir uns doch mal ein bisschen, Fußspuren. Sehen wir uns mal oben. Vielleicht finden wir noch was Interessantes. Da hat noch was. Nur zwei Sachen. Na? Silberzylinder. Der Boden sieht aus wie der aus der Kanalisation. Aha. Silberzylinder. Okay, jetzt haben wir schon. Der Boden sieht aus wie der aus der Kanalisation. Es wird interessanter. Fußspuren, die nach oben führen. Aber wir schauen uns unten auch nochmal um. Drüben noch.
Okay, nach oben. Bin ja echt gespannt hier, was das alles mit sich auf sich hat. Mhm. Ein Brief und eine Flasche. Der Wein aus deinem Geburtsjahr. Einfach vorzüglich. Verblüffendes Bouquet. Du musst ihn versuchen, aber leg die Flasche wieder dahin zurück, wo sie herkommt. Aus deinem Geburtsjahr. Könnte das von Rittersporn sein? Oder von Ciri? Mhm. Hier ist noch was. Schöpfkelle. Hier noch irgendwas? Nee, ne? Hier ist safe, hier ist nix. Weinflasche. Genieß das Lied, löse das Rätsel aus der mysteriösen Notiz. Ja, wie geht's denn? Inventar, lass mal kurz gucken. Weinflasche. Na. Ist das denn hier Geleitbrief? Ich sehe hier auch nichts irgendwie. Was ist das? Trinken oder sowas? Vielleicht? Evolus? Rolle, Silbermonokel. Das ist doch der Wein. Weinflasche. Da ist doch irgendwas dahinter. Mehr sehe ich jetzt hier gerade noch nicht. Anzünden. Da ist noch was. Hier ist noch was. Flasche ins Fach für 1251. 1245 bis 1254. Befriedigendes Klicken im nächsten Raum, glaube ich. Aha. Alles klar. Wenn man erstmal weiß, wie es geht, ist kein Problem mehr. Aha, Tür ist offen. Sehr schön. Ein Geheimzimmer. Hier haben Rittersporn und seine Leute wohl den Raub geplant. Schau mal an. Wivernöl. Okay, Wivernöl. Eine Anleitung zum Bau einer Bombe. Unterschrieben von einem gewissen Kalkstein. Haben wir denn nicht schon irgendwas gehabt mit dem Kalkstein? Zucker. Und Klumpen von einer Substanz, die in Wivernöl getränkt ist. Kalium. Sieht so aus, als hätten sie hier die Bombe gebaut. Der Rittersporn ist ja echt krass unterwegs. Jägerhandschuhe. Brief von Dudu. Yeah, Dudu, der schnellste Käfer der Welt. Der läuft immer noch. Ciri, Menge folgt mir. Er hat den Schatz. Er hat Rittersporn. Du musst fliehen.
Schritte. Nicht gut. Yeah, man, Action. Na gut, dann gehen wir mal gucken, was da los ist. Bitte lass ein bisschen Action sein. Hätte nichts dagegen. Ich hatte nicht erwartet, dich hier zu sehen. Erst recht nicht mit Triss. Ich fand, wir könnten jemanden mit Magiekenntnissen brauchen. Ich sterbe vor Neugier, was die Runen auf der Bombe angeht. Stirbst du auch vor Neugier, Triss? Nein, ich bin wegen des Geldes hier. Ah, Marigold gibt die zynische Materialistin. Herrlich. Sie ist tatsächlich wegen ihrer Ideale hier. Mit Gold kann sie ihre Kollegen retten. Wenn ich meinen Schatz wieder habe, kann ich ihr helfen. Ganz einfach. Wo ich gerade dabei bin, verzeih meine buklerische Ausdrucksweise, aber weißt du jetzt, wer verfickt nochmal mein Gold hat? Moment. Sag mir zuerst, was du hier machst. Wir hatten vereinbart, dass ich zu dir komme, wenn ich was finde. In der Tat. Aber ich war besorgt und dachte, ich sehe bei dir mal nach dem Rechten. Schwachsinn. Du traust mir nicht. Ich traue dir so sehr wie du mir. Also gar nicht. Eine gesunde Beziehung, glaub mir. Meine Herren, es ist eine Ehre, Zeugin eures intellektuellen Gefechts zu sein. Doch bedenkt, dass ich im Gegensatz zu euch mein Leben riskiere, wenn ich nur auf die Straße gehe. Sei es nur, um herzukommen. Könnten wir also bitte zur Sache kommen? Na klar. Du hast Triss umsonst bemüht. Es ist sinnlos, die Bombe zu untersuchen. Weil? Weil ich schon weiß, wer deinen Schatz hat. Der Kommandant der Tempelwache. Caleb Menge. Tja, Marigold. Zum Lohn gibt's noch eine Portion Rache frei Haus. Geralt, wärst du wohl so freundlich, mich auf den letzten Stand zu bringen? Ich bin sehr neugierig. Henkel hat's mir gesagt. Der Alte ist wohlauf. Hat seinen Tod vorgetäuscht, um seinen Gläubigern zu entkommen. Seltsam. Ich wusste gar nicht, dass er verschuldet war. War er aber. Menge hat versprochen, sich gegen Hilfe beim Raubzug um alles zu kümmern. Daher... Geralt, wie drücke ich es sanft aus? Schwachsinn. Wenn du meinst, dass ich auf das Märchen reinfalle, das du dir aus den Fingern saugst, kennst du mich wirklich schlecht. Na gut, ich habe gelogen. Aber nur teilweise. Ich hörte von Halblöwen, von Halbadlern, von Mädchen, die zur Hälfte Fische sind. Aber so etwas wie eine halbe Lüge, das gibt es nicht. Ich versuche es trotzdem. Henkel habe ich nicht gesehen, aber Menge hat deinen Schatz tatsächlich. Das hast du wohl in der Glaskugel gesehen. Vielleicht. Berufsgeheimnis. Du verbirgst was. Und das ist etwas, was ich hasse. Sogar noch mehr als Nilfgaard. Aber schließlich ist dies ein Geschäft, keine Heirat. Außerdem muss in all den Lügen etwas Wahrheit stecken. Du bist zu dumm, um dir das alles auszudenken. Menge hat in letzter Zeit viel Geld ausgegeben, obwohl er meines Wissens keinen Koffer haben sollte. Und was jetzt? Soweit ich weiß, ist Menge nachts bei den Docks und den Hexenquartieren. Vielleicht besucht ihr ihn mal und fragt ihn, wo er mein Gold für mich aufbewahrt. Menge wird wohl kaum freiwillig gestehen. Wohl nicht. Wie gut, dass ich dafür einen Hexer und eine Zauberin habe, die schon so viel zusammen durchgemacht haben. Was hat unsere Vergangenheit damit zu tun? Eine Menge. Liebende würden alles füreinander riskieren. Das kommt mir sehr gelegen. Das steigert eure Chancen, aus den Jägerbaracken lebend rauszukommen. Mit meinem Schatz. Mit anderen Worten, du benutzt uns. Benutzen? Nicht doch. Ich mache nur das Beste aus dem Band zwischen euch. Tja, Turteltäubchen, ich muss jetzt los. Viel Glück. Tja. Ich dachte, du stellst es richtig und sagst, du weißt schon. Dijkstra braucht über mein Liebesleben nichts zu wissen. Schlau. Ich würde mich auch nicht bei ihm ausweinen. Wir sind vom Thema abgekommen. Wir müssen einen Schatz bergen.
Triss, ich muss dir was sagen. Dijkstras Gold ist das Letzte, was mich interessiert. Das dachte ich mir. Es geht um Ciri, nicht? Menge hält Rittersporn irgendwo fest. Und Rittersporn hat Ciri gesehen. Das ändert alles. Hört zu. Wir treffen uns um Mitternacht bei der Kapelle des ewigen Feuers östlich vom Hafen. Wir finden schon einen Weg in die Jägerbaracken. Gut. Bis dann. Und danke. Na dann, das hört sich doch nach einem Plan an. Wo sollten wir vielleicht mal wieder hier raus, ne? So. Ach ja, die gute... Also Mitternacht. Haben wir noch eventuell Questies, die wir davor machen können? Finny Junior. Das wäre auch noch eine Möglichkeit. Die Banden von Novigrad, sprich mit Hacker. Könnten wir auch noch machen. Marquis Serin, ihr eine einzigartige Karte ab. Nehmen wir, machen wir mal das. Gucken, wo die alte ist. Die ist da oben und da ist schon wieder ein Questie, sehe ich. Dann machen wir erstmal das Quest mit. Wir nehmen mit, was wir kriegen können. Was wir vor der Zeit noch erledigen können. Anschlagbrett, okay. Alles klar, dann mal los. Jetzt so auch noch ein Quest, ich werde irre. Jetzt, wo Krieg herrscht, du bist verrückt. Was für ein Satz. Ein Hexer? Oh, bist du zufällig wegen der Nachricht hier? Nö. Eigentlich nicht. Aber worum geht's genau? Ich habe gehört, du suchst deine Begleitung. Nicht irgendeine Reise, sondern übers Meer. Hör zu. Als ich 1242 zur Infanterie kam, habe ich meiner geliebten Letta versprochen, lebendig, unverletzt und mit einer Perle aus Gellige zurückzukommen. Einer seltenen und sehr wertvollen schwarzen Perle. So, so. Große Pläne. Vielleicht. Aber das waren leere Versprechen. Ich kehrte aus den Kriegen zurück, doch hielt niemand Wort. Jetzt ist es aber soweit. Wenn nicht jetzt, wann dann? Die Sache ist nur, ich bin inzwischen alt geworden, wie du siehst. Ich schaffe es nicht mehr alleine. Ich brauche eine starke Schulter. Und Hexer sind auch stark. Und? Was sagst du? Tja. Na gut. Der Plan ist wirklich verrückt. Aber er klingt auch sehr reizvoll. Wenn du mich bezahlst, helfe ich dir. Mach dir um Geld keine Sorgen. Ich habe genügend von den Fronten mitgebracht. Dann treffen wir uns in Skellige, an der kaputten Brücke bei Arinbjörn. Der Ort, wo die schwarzen Perlen wachsen, ist dort in der Nähe. In Ordnung? Klingt gut. Wir sehen uns dort. Alles klar. Das machen wir dann. Finde ein Schiff nach Skellige. Okay, den haben wir auch. Und jetzt wollen wir ja eigentlich nochmal das Quest da oben machen. Da war es ja auch noch ein Quest. Oh, das ist so ein Zwischenquest. Eieiei. Nein. Sieh dich vor der Gosse vor. Da ist auch noch ein Quest. Weg da. Verpieselt euch. Zieh die Waffe. Gewärtige den Kampf. Diesmal wirst du es nicht so einfach haben. Du hast Freunde dabei. Kämpfen die auch alle zu Ehren der Jungfer Heidelbeer? Nein, die kämpfen für die gerechte Sache, die darin besteht, dass du gegen mehrere kämpfst. Der geht mir auf den Puffer. Ja, denn du bist ein Bösewicht und Betrüger, mein Herr. Du hast dich nicht als Hexer zu erkennen gegeben. Ah, okay. Du hast ja auch nicht gefragt. Aber bitte, da ihr euch schon die Mühe gemacht habt, kämpfen wir. Na gut. So. Tja. So. Das war das. Gehen wir mal weiter. Ja, Mord und Totschlag, ich weiß, es tut mir leid. Wo wir dann nachts in dieses Hexerlager gehen.
eine Zulage für die Arbeit in diesem Scheißwetter fordern. So, lass mal ganz kurz gucken. Okay. Alles klar. Okay, wir laufen mal weiter dahin. Folgen mal den gestrichelten Linien. Schon wieder Regen, verdammte Magier. Was haben denn die Magier mit dem Regen zu tun? Kann mich nicht daran erinnern, dass Magier jetzt hier das Wetter beeinflusst haben. So, auf geht's. Holen wir uns noch den, Karte und dann können wir uns heute Nacht dann treffen und den Schatz da versuchen zu holen. Ah, sehr schön. Na, du siehst aber bisschen langweilig. Ist doch hier im Puff, oder nicht? Reusen nimmt einen Teil, Hacker nimmt einen Teil. Wie soll man da einen Gewinn machen? Ja, wo ist er denn? Weißer Wolf, willkommen in der Passiflora. Oh, kein Zeichen des Wiedererkennens in deinen Augen. This land never flowed with milk and honey. You're a witcher. Monster Snake. Have monster trouble. We're not having trouble. We're creating.